Welche sieben Fantasy-Tropes sind wir richtig, richtig leid? Ja, herzlich willkommen zu Mythcritic und ich habe mir gedacht, ich mache mir heute mal etwas Luft und rante ein bisschen und rede über sieben Punkte, die mich beim Lesen von Fantasy-Büchern ziemlich auf die Palme bringen. Und ich bin mir sicher, ihr kennt das Gefühl auch beim Lesen. Das lese ich jetzt zum 100. Mal und I can't even. Ja, der Held wird natürlich am Ende König und er bekommt sein Love Interest und er ist gleichzeitig ein Übermagier, etc., etc., etc. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich nicht prinzipiell ein Feind von formularischer Fantasy bin, wenn das gut gemacht ist, wie zum Beispiel bei Ted Williams in der Austin Art-Reihe, finde ich. Ja, also das ist auch wirklich so eine Geschichte, die hat man schon 100 Mal gelesen, aber das ist einfach so solide umgesetzt, dass es trotzdem Spaß macht. Aber wenn jetzt ein Trope nur benutzt wird, weil dem Autor offensichtlich gerade nichts anderes einfällt und der Trope dann auch noch schlecht umgesetzt wird, dann geht mir halt schon das Messer in der Tasche auf. Ich finde es sehr witzig, fällt mir dabei auf, dass fast alle dieser Tropes, die mich aufregen, ich glaube, fast alle treffen auf Harry Potter zu. Aber das nur nebenbei. Wir machen es wie immer. Wir fangen von unten an und arbeiten uns nach oben vor und ich werde natürlich immer versuchen, zu jedem Punkt ein besonders schlimmes Beispiel herauszusuchen, also was ich finde, dass wirklich diese Schuld des jeweiligen Punktes besonders stark auf sich lädt und ich werde es dann immer ein bisschen auch mit einem guten Beispiel kontrastieren. Mythcritic ist ab sofort auch auf Patreon, da bekommt ihr dann Zugang zu einer High Fantasy Romanze, an der ich gerade schreibe und wo es wöchentlich neue Installments gibt, könnt ihr bei einer Study Group mitmachen, die sich zweimal im Monat über Zoom trifft und wo wir die großen Klassiker der Fantasy zusammenlesen. Wenn euch das interessiert, ja, wenn ihr ein bisschen tiefer einsteigen wollt und den Kanal vielleicht auch ein bisschen unterstützen wollt, dann schaut gerne auf Patreon vorbei. Ich würde mich freuen. Platz 7, die Prophezeiung. Die gute alte Prophezeiung, möglichst noch kryptisch formuliert, weil der Held eh schon so uninteressant ist, dass man ihm zumindest mit einem großen roten Schicksalsmarker irgendwie was aufklatschen muss, um ihn irgendwie noch rausleuchten zu lassen. Ich finde die Prophecy of John Asclepius in Jonathan Strange und Mr. Norrell von Susanna Clarke, die finde ich richtig genial. Also diese Selbstbeschreibung, die er da liefert. Aber diese Prophezeiung, wozu ist die wirklich nötig, wo die beiden Magier dann da eingeführt werden? Ich sag's mal so, wenn es zwei Magier schaffen würden, in einer Welt, aus der die Magie verschwunden ist, diese wieder einzuführen, dann würden sie ja sowieso so herausragende weltgeschichtliche Individuen darstellen, dass eine Prophezeiung das fast eher entwerten würde, würde ich sagen, so quasi, weil es musste ja so passieren, es war ja prophezeit. Also ich finde Prophezeiungen immer, wenn die Handlung aus sich heraus funktioniert, eigentlich unnötig. Es macht dann Sinn, mit Prophezeiungen zu arbeiten, wenn man sie halt als wirklich Element der Handlung im Sinne einer self-fulfilling prophecy verwendet, also wie jetzt zum Beispiel Mythos von Ödipus, wo dem Vater prophezeit wird, ja, dein Sohn wird dich töten. Er lässt ihn dann aussetzen und genau so wächst Ödipus dann eben auf, dass er seinen Vater gar nicht kennt und als sie sich dann an der Furt begegnen, geraten sie in Streit und Ödipus erschlägt ihn im Zorn und merkt gar nicht, dass es sein Vater ist. Ja, also so kann man Prophezeiungen natürlich schon verwenden. Genial finde ich auch einfach die Prophezeiungen, die einfach sich als Unsinn ja, herausstellen, ja, also wenn so quasi man sich als Leser in diesem Metanarrativ in Sicherheit wiegt und sagt, es ist dem Helden ja prophezeit, dass er das und das noch tun wird und drum kann ihm ja jetzt, egal was er jetzt hier Absurdes tut, nichts passieren und das ist dann so wie bei The Heroes von Joe Abercrombie, wo der Typ irgendwie mit nacktem Oberkörper in die Schlacht geht und sagt, ja, die Wahrsagerin hat mir gesagt, das ist nicht der Tag, an dem ich sterbe und dann kriegt er halt von hinten ein Speer durch den Rücken und stirbt elendiglich und
Sagt halt noch so völlig konsterniert, schocklig talked shit. Ja, also so, finde ich, kann man mit Prophezeiungen sehr gut umgehen. Ja, also einfach auch als Element von einem Metanarrativ, das die Erwartungen der Leser enttäuscht, das für Humor sorgt und so, dafür sind sie wirklich gut. Oder wenn sie jetzt nicht wirklich eine zentrale Rolle spielen, also im Herrn der Ringe ist es ja zum Beispiel einfach mehr ein Stimmungselement, ja, also zusätzlich zu vielen anderen Elementen, die einfach zusammenkommen, ja, dass dann Frodo auch noch in so einer Prophezeiung vorkommt, also in einem Gedicht, das Faramir von Gondor im Traum hört, ja, daran hängt es halt nicht. Also das ist dann so ein weiteres Element, das sich da irgendwie in das Gesamtnarrativ einordnet. So kann man das schon machen, so vorsichtig, ja. Ich kann es mir auch vorstellen, wobei mir jetzt dazu kein Beispiel einfällt, es würde mich interessieren, ob ihr da eins kennt, also wo die Prophezeiung irgendwie so gut in die Ontologie und das Narrativ verortet ist, dass sie wirklich plotmäßig Sinn macht. Aber meistens habe ich das Gefühl, wenn Autoren versuchen, das wirklich durchzuziehen, dann geht das ganz furchtbar schief. Also mir fällt jetzt zum Beispiel hier von Guy Gabriel Kay The Fionnuala Tapestry ein, wo es um so ein Übermesser geht, das unter so einem Doom liegt, dass man damit nicht im Zorn jemanden töten darf, sonst geht die Tötungsabsicht so quasi auf mich, also die springt auf den Wielder über. Und mir war, als ich das gelesen habe, wusste ich, am Ende wird der Oberbösewicht dieses Messer in die Hand nehmen und irgendwie damit zu töten versuchen, genauso untergehen. Und believe it or not, genau das ist passiert. Also wenn man es dem Buch schon so quasi an der Nase ansieht, was die Prophezeiung bewirken wird, dann ist es so, nee, lasst es einfach und überlegt euch halt einen gescheiten Plot. Die Prophezeiung reißt garantiert nicht mehr raus. Platz 6. Die Rettung in letzter Sekunde. Es gibt ja bei Terry Pratchett diese wunderbare Stelle, wo der Wächter sagt, die Chance war 1 Million zu 1 oder sowas. Ja, also die Szene, da wird Ankh-Morpork von einem Drachen angegriffen. Sie checken halt irgendwie, sie sind in einem Fantasy-Narrativ und wenn ihre Rettung nur unwahrscheinlich genug ist, dann muss ihre Strategie, ich weiß gar nicht mehr, was sie versuchen, den Drachen irgendwie mit einer alten, rostigen Armbrust abzuschießen, während sie noch irgendwie schwankend auf einem Dach stehen oder sowas. Also quasi, es ist so unwahrscheinlich, dass es eintritt, dass es klappen muss. Ich finde, das bringt den Ansatz der meisten Autoren ganz, ganz hervorragend auf den Punkt, dass sie intuitiv das Gefühl zu haben scheinen, dass das Buch nichts taugt, wenn die Spannung nicht auf einen höchsten Punkt gesteigert wurde, um dann eine Eukatastrophe, eine sogenannte, eintreten zu lassen. Ja, also der Begriff ist von Tolkien, das ist ein Kompositum aus den griechischen Wörtern eu, also gut, und Katastrophe, Zusammenbruch. Und damit ist gemeint, dass es zwar am Ende ein kataklysmisches Ereignis gibt, aber das führt nicht zu was Schlechtem, sondern zu was Gutem. Also die ganzen Entwicklungslinien laufen auf einen Punkt zu, der dann eben in was Gutem kulminiert, statt in einem negativen Zusammenbruch. Das tritt in fast jeden Fantasy-Roman in irgendeiner Form ein. Und das ist in dem Sinne ja auch nicht falsch, weil die Eukatastrophe ist ein sehr mächtiges erzählerisches Element. Aber im Herrn der Ringe wird sie halt sehr, sehr sorgfältig vorbereitet, wie zum Beispiel bei der Schlacht auf den Pelennor-Feldern, ja, wo Aragorn sich extra für den schweren Weg entscheidet, ja, auf den Pfaden der Toten, ja, eine Totenarmee unter seinem Banner versammelt, damit die Häfen befreit und dann die Verstärkung herbeiführen kann. Das wirkt, weil wir seine Reise dann nur in der Rückschau erzählt bekommen, das wirkt natürlich wie ein wahnsinniger Knalleffekt, aber es hat halt wirklich eine große interne Plausibilität in der Handlung. Ganz anders als zum Beispiel bei Brent Weeks in der Lichtsaga am Ende, wo halt buchstäblich der liebe Gott am Ende auf Seiten des Helden in die Handlung eingreift, weil der so cool ist. Während die Guten schon irgendwie von allen Seiten von den Bösen umzingelt sind und irgendwelche Lichtdämonen sie angreifen und sie haben eigentlich keine Chance, aber Gott sagt dann halt, nee, der ist so knorke, dem helfe ich jetzt. Wenn du da rauskommst beim Konzipieren deines Plots, dann musst du eigentlich merken, dass du irgendwo falsch abgebogen bist oder du brauchst halt à la Forrest Gump jemanden, der zu dir sagt, hey, bist du irgendwie blöd oder dumm oder sowas? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, nicht jede Rettung in letzter Sekunde ist eine Rettung in letzter Sekunde. Sicher nicht für den Plot. Platz 5. Die Weltenwandler
aus unserer Welt, die in Fantasy-Welten kommen, überleben dort und werden sogar Helden. Leute aus der modernen Welt kommen in der archaischen Welt an durch irgendwie Magie oder whatever. Sie überleben dort nicht nur, sondern sie werden in kürzester Zeit zu Heldenfiguren. Ja, es gibt in der modernen Welt, glaube ich, kaum jemanden, der die Real-World-Skills hat, um ohne technische Hilfsmittel und ohne künstliche Umgebung zu überleben, ja, geschweige denn auch nur einen physischen Kampf zu überstehen. Also wenn es jetzt nur eine Kneipenschlägerei wäre. Ich kann noch irgendwie damit leben, wenn das wie bei C.S. Lewis in einem Kinderbuch irgendwie vorkommt, wo jetzt Stringenz eh nicht die große Rolle spielt, aber in einem Buch, das ernst genommen werden will, also wie zum Beispiel wieder The Fionnuala Tapestry, ist es echt schwer zu schlucken. Ich würde gern mal ein Buch lesen, wo wirklich dokumentiert wird, wie sehr jemand aus unserer Welt aufgeschmissen wäre, der, wenn der auch nur ins 18. Jahrhundert zurückversetzt wird. Der könnte wahrscheinlich in der Zeit nicht mal als Schreiber irgendwo arbeiten, weil er es nicht mehr gewohnt ist, komplexe Handschriften zu lesen und die Orthographie der Zeit nicht könnte. Man ihm sagen würde, ja, du kannst ja gar nicht richtig schreiben. Nicht mal das würden die Leute aus unserer Zeit hinkriegen, ja. Also ich würde wirklich gern mal eine Komödie irgendwie drehen, so im Stil von Tucker and Dale vs. Evil, wo dann eben jemand aus unserer Welt nach Mittelerde oder wohin auch immer kommt und einfach die falsche Beere isst, stirbt, dem ersten Ork begegnet, stirbt, verhungert, einem Bären begegnet, stirbt. Ja, also das ist einfach, fragt euch mal selber, wie gut ihr gewappnet wäre, wenn ihr jetzt mit dem Flugzeug irgendwo im Dschungel oder im Wald abstürzen würdet. Würde wahrscheinlich eher schwierig werden. Und wenn dann in den Wäldern halt nicht nur irgendwie wilde Tiere sind, sondern auch noch eben Orks oder ähnliches, dann wird die Luft halt schon relativ dünn. Platz 4. Die Magie ist entweder ein reines Plot-Device oder sie kann gerade nicht eingesetzt werden, was auch wieder ein Plot-Device ist. Wenn die Magie in der jeweiligen Fantasy-Welt kein Naturgesetz ist, sondern ein Ding, das immer genau das tut, was der Held gerade braucht, um eine bestimmte Szene lösen zu können, dann ist sie keine Magie, sondern ein Plot-Device. Es gibt dann keine Regeln dafür, was die Magie kann und nicht kann. Und der Autor kann so nach Convenience entscheiden, was sie halt jetzt gerade wieder kann und tut. Der Held braucht auch keine besondere Ausbildung. In der jeweiligen Situation fliegt ihm dann alles zu. Siehe Priory of the Orange Tree. Ja, da kann die Tanne ohne jede Ausbildung in der Endschlacht alles, was die Schwestern im Priorat ihr Leben lang trainieren mussten. Und das wird dann erklärt mit so einer tollen Formulierung: Her blood knew what to do. Da fällt dann nicht mehr viel ein. Das andere Extrem ist eben, die Magie geht gerade nicht, weil XY. Ja? Und obwohl ich die ersten drei Erzsee-Bücher von Ursula Le Guin wirklich sehr, sehr liebe, ist sie da eine der Hauptverdächtigen, weil es geht halt um den krassesten Magier dieser Welt. Und immer in der entscheidenden Situation, außer ich glaube im zweiten Band, ist es halt so, dass er das eigentliche Problem dann ohne Magie bewältigen muss. Und wenn dein Magiesystem gute Checks and Balances hat, dann sollte sowas gar nicht erst nötig sein. Eines der besten Magiesysteme in diesem Sinne finde ich zum Beispiel bei Scott Baker. Da können auch die krassesten Magier niemanden heilen beispielsweise. Das lässt das Magiesystem einfach nicht zu. Oder sie können auch nicht durch Magie dem Schicksal entkommen, das im Jenseits auf sie wartet. Die Magie ist einfach, die hat so ihren ganz klaren Platz in der Welt. Und dann kann ich die Situationen natürlich halt immer so konstruieren, dass halt die Magie da jeweils nicht greift. Und dann habe ich kein Problem mehr. Ja, aber da muss man sich halt vorher ein wenig Gedanken machen, was die Magie können und nicht können soll. Und man muss es dem Leser dann auch gut verkaufen. Platz 3. Der Held ist ein moderner Mensch mit einem modernen Mindset und einem modernen Begriffsrepertoire in einer Fantasy-Welt. Wir haben in einem Fantasy-Buch einen Helden in einer archaischen Welt, aber dieser Held hat das interne Begriffsinstrumentarium und die Perspektiven eines modernen Menschen aus der westlichen Welt des 21. Jahrhunderts. Ich bin wirklich immer wieder verblüfft, wie wenig historisches Verständnis Autoren für das Mindset anderer Zeitalter zu haben scheinen. Einfach nur mal ein Beispiel. Es war ja weit bis in die Neuzeit hinein, insbesondere das Alltagsleben der einfachen Menschen, bis in den letzten Winkel durchsetzt von Religion, von religiösen Gebräuchen, während auch die unteren Schichten fast über keinerlei akademische Bildung verfügt haben.
Und im Rat der Zeit ist es dann zum Beispiel so, dass dann Bauernsöhne zur Unterhaltung Bücher lesen. Allein das, woher haben die, die ein Buch waren, ungeheurer Wert in der mittelalterlichen Welt, ja? Warum können die sich das überhaupt leisten, so ein Buch zu haben, oder verkaufen es nicht sofort wieder, weil sie das Geld viel dringender für was anderes brauchen? Warum können die überhaupt lesen? Das hätte ein Bauer im Mittelalter hätte das als völlige Zeitverschwendung angesehen, seinen Kindern Lesen und Schreiben beizubringen, weil er die auf dem Feld gebraucht hat. Ganz davon abgesehen, wie teuer eben Bücher waren und wie schwer sie zu produzieren waren, die hätte sich ein einfacher Mensch nie leisten können. Ja, oder in Murtag, also dem neuen Band von Paulini in der Welt von Aragorn, da hat der Held die Selbstreflexionsfähigkeit von jemandem, er muss ja da immer über seinen wahren Namen nachdenken, beziehungsweise über seine Persönlichkeitsstruktur, aus der sich dann sein wahrer Name wieder für ihn ergibt. Und das macht er mit einem Begriffsinstrumentarium, das komplett von der Bewusstseinspsychologie von Freud und Jung irgendwie geprägt ist. Ich fände es zur Abwechslung echt mal schön, das Mindset von einem echten archaischen Menschen zu sehen, wenn ich schon so eine Innenperspektive dargeboten bekomme. Aber das ist halt wahnsinnig mühselig zu entwerfen und wäre wahrscheinlich schwieriger zu schreiben als das entsprechende Kapitel in Ulysses, dass er komplett im Stream of Consciousness mal so die mentalen Prozesse von so einer Frau eins zu eins wiederzugeben versucht. Und das für einen archaischen Menschen zu konstruieren, das wäre, glaube ich, noch viel, viel schwerer, ja, weil man einfach ganz viele Denkgewohnheiten, die man selber hat, einfach ablegen müsste und durch neue ersetzen. Ja. Also stellt euch mal vor, ihr müsstet jemandem von mir aus dem alten Persien einen Verbrennungsmotor erklären. Dieser Mensch hat gar nicht das Begriffsinstrumentarium, um auch nur zu verstehen, worüber ihr redet. Ja. Also für den wäre das die lautere Magie und er hat die geistesgeschichtlichen Konzepte gar nicht. Allein was Naturwissenschaft sein soll, die stoffliche Welt als was vom Geistigen Isoliertes zu betrachten, würde für so einen Menschen überhaupt keinen Sinn machen. Also selbst das Begriffsinstrumentarium, das ihr bräuchtet, um diesem Menschen zu beschreiben, wie man auf diese Erkenntnisse überhaupt kommt, die zu einem Verbrennungsmotor führen, könnte dieser Mensch nicht nachvollziehen. Da machen sich die Autoren immer viel, viel zu leicht. Da wäre ich wirklich mal gespannt, wie das aussähe, wenn jemand versucht, da wirklich einen archaischen Menschen uns von innen zu zeigen. Platz 2. Der schnurrbartzwirbelnde Bösewicht als Endgegner mit der Endgegnerrede. Der schnurrbartzwirbelnde Bösewicht, der böse ist, weil er böse ist und der nur existiert, damit der Held jemanden zum Bekämpfen hat. Einer mit der verhasstesten Tropes bei mir mittlerweile. Am besten tritt er in letzter Sekunde natürlich sinister aus dem Schatten. Am besten war es noch der Gärtner, wie in irgendeinem schlechten Krimi, der sich die ganze Zeit da versteckt hat und enthüllt dem Helden dann in einer langen Rede seinen Evil Masterplan, idealerweise genau so lange, dass der Held noch Zeit hat, sich zu befreien, den bösen Zauber abzustreifen oder was und ihn mit irgendeinem Supermove fertig zu machen. Spätestens seitdem ich George R. R. Martin und Joe Abercrombie gelesen habe, kann ich solche Figuren absolut nicht mehr ab und bin total verliebt in gute, in Anführungszeichen, Villains, die eine Motivation haben, die man verstehen kann, ja, wo man vielleicht sogar irgendwie Sympathie oder Mitgefühl für sie entwickeln kann. Ja. Es ist eins, wenn der Böse, in Anführungszeichen, wie bei Tolkien, so eine Art manichäische Gegenkraft zum Guten ist, die selbst mehr so eine hintergründige Bedrohung in Erscheinung tritt. Die eigentlichen Villains bei Tolkien wie Gollum oder Saruman, die sind ja höchst, höchst differenziertere Figuren, ja. Aber wenn ich mir jetzt so jemanden wie Priorities anschaue in der Austin Art-Reihe von Ted Williams, der zertrampelt sogar einen Welpen bei irgendeinem Dinner, damit wir auch ja kapieren, wie böse der doch ist, macht am Ende auch die große Ha-ha-ha-Rede, ich habe alles genau vorbereitet und alles wird so eintreten, wie ich es prophezeit habe. Natürlich schaffen sie es dann wieder genau in dem Moment, seinen Zauber durcheinander zu bringen und alles zu kippen. Und es ist einfach nur so, ich kann es nicht mehr lesen. Ja, wir haben bessere Bösewichte verdient. Und Platz 1, die Kardinalsünde der Fantasy-Autoren. Der Held ist ein totaler Gary Stu oder eine totale Mary Sue. Ein Genie, er ist attraktiv und unwiderstehlich. Er kann alles, er weiß alles, er sieht toll aus. Alle stehen auf ihn, nur sein Love Interest nicht, weil sie seinen Wert erst noch erkennen muss. Am Ende ist dann aber bitte zwischen den beiden alles noch eitel Sonnenschein.
Und mein absoluter Favorite, der Held findet als erster in der Magie den Systemfehler, den zu finden die Magier Jahrhunderte Zeit hatten, aber die nicht gefunden haben. Es ist so, weil ich mir denke, so jeder, ich empfehle wirklich jedem Fantasy-Autoren, wenn er sein Magiesystem fertig hat, wenn er so eine Szene schreiben will, mal einer Gruppe von D&D-Powergamern zu geben und die mal damit einen Abend spielen zu lassen. Und er wird feststellen, dass so eine Gruppe Doritos-mampfender Nerds wahrscheinlich mehr aus seinem System rausholt als die Erzmagier der Vergangenheit, die er konzipiert hat, und sein eigener magischer Starschüler, der dann alles revolutioniert. Vin in Mistborn ist so ein Fall. Und am schlimmsten finde ich, glaube ich, Eid aus Priory of the Orange Tree. Ja, also sie ist gut aussehend, sie ist eine tolle Kämpferin, sie ist eine reife Persönlichkeit, sie ist eine Magierin, sie ist religiös, ohne fanatisch zu sein. Ja, ihr Love Interest, das klappt nicht so ganz, dass sie jetzt zusammen leben können am Ende, aber auch das ist eigentlich total knorke zwischen den beiden. Die ist eigentlich sogar noch schlimmer als Quothie aus Name of the Wind. Der ist wenigstens auf persönlicher Ebene noch so ein Gimp, dass er da von einem Fettnäpfchen ins andere tappt, wenn er auch sonst irgendwie alles kann. Ja, also man vergleiche das mit einer Heldenfigur wie Frodo, der einfach an der Probe, die er auf sich genommen hat, zerbricht und mit posttraumatischer Belastungsstörung wiederkommt und von all den Siegen, zu denen er verholfen hat, gar nichts mehr hat. Oder auch von mir aus Joran Twiner und Lucky Mears aus den Boneships, ja. Das sind zwei von Krankheit und Folter total entstellte Outcasts, die aber genau aus diesen Knüppeln, die ihnen das Schicksal zwischen die Beine geworfen hat, wirkliche Stärken machen und so zu Legenden werden. Und die schaffen es auch, man glaube es kaum, keine romantischen Gefühle füreinander zu heben. In ganz vielen Fantasy-Romanen geht es mir immer so wie in diesen Videos von Ryan George, diesen Pitch-Meetings für Filme, wo er immer sagt, so, wo der Produzent dann fragt, so, yeah, but why are they together? Und dann so, because they're the protagonists and they're both attractive. Yeah, makes sense. Ja, also so ist es ja in ganz vielen Fantasy-Romanen und ich habe wirklich genug davon. Aber also wie gesagt, vor allem würde ich Autoren empfehlen, gebt euer Magiesystem mal so ein paar richtigen Powergamern. Ihr werdet staunen, was die da alles draus machen. Die haben im Zweifelsfall da mehr Ahnung als eure Erzmagier. So viel mal von mir, mein Rant über das, was mich wahrscheinlich in den letzten 2 Jahren so mit am meisten auf die Palme gebracht hat und wovon ich genug habe. Wie geht's euch da? Gibt's ähnliche Tropes, die euch stören? Oder habt ihr andere? Oder ja, seht ihr die Schuldigen da in anderen Büchern? Wäre neugierig, mit euch zu diskutieren. Also sagt mir das gerne in den Kommentaren. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ceterum censeo, Heraldum fingerum, esse delendum. Bis dann.